Moin Leute, das ist immer wieder eine neue Folge mit unserem Osmanischen Reich hier. Geht gut voran mittlerweile. Wir haben schon viel von den Mamelucken erobert jetzt. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier oben auch noch ein bisschen weiterkommen. Ich habe gesehen, Ungarn ist jetzt leider schon wieder mit den Kastilianern verbündet. Das ist sehr ärgerlich, sowas. Das nervt. So, Tunesien können wir hier einmal. Ist noch ein Krieg, da würde ich noch warten. Vielleicht verliert ihr das eine Gebiet. Das wäre ganz gut. Ansonsten können wir hier nicht mehr markieren eigentlich. Da können wir den wieder abrufen. Haben wir jetzt endlich einen frei. Jetzt wollte ich mal noch schauen wegen der Annektierung von Turgut. Das dauert jetzt bis 47 Mai. Das geht ein bisschen schneller. Okay, müsste ich noch 2 Jahre warten. Okay. Den hier müsste ich dann auch noch vassalisieren. Und Marokko. Muss ich aber erst warten, bis der Krieg zu Ende ist. Ungarn. Erklären. Ja, kommt der Kastilien mit, ne? Aber die haben kaum Truppen, sehe ich gerade. Machen wir das so. Ah, jetzt kommt der Deutsche Orden mit. Wieso das denn? Okay. Irgendwie mit den Feinden. Wenn ich das so mache erstmal und dann später, ja, wahrscheinlich besser, ne? Ungarn dürfte erstmal keine Truppen haben, denke ich. Ihr Team ist als Kriegsziel erstmal. So. Auf sie. Dann gehen wir mal zur Hauptstadt. Dann müssen wir dich hier noch abziehen. Ich bin der Kriegskrieg. Und da kommt die Koalition schon wieder. Ah, ja, jetzt haben sie auch Frieden gemacht. Das ist super. Okay. So, hier drüben war auch noch eine Armee, siehst du? Die muss ich auch noch rüberholen. Können wir vielleicht rüberlaufen? Nee. Leider nicht. Schade. So, was man noch machen müssten, wäre hier Ansprüche. Ja. Fehlen nämlich noch 2. Dann können wir uns hier den Rest holen noch. Das wäre ganz nett. Okay. Oh. Hallöchen. Ja, das können die machen. Unsere feindlichen Freunde, freundlichen Feinde, also ähnlich. Achso, kann man nicht hin? Okay, dann machen wir das immer so. Beziehungsweise immer auf die Hauptstadt. Die geht da rüber. Die haben jetzt schon keine Lust mehr richtig, die Ungarn. Oder oh, da fehlt da einer. Dabei. Petit-Aktion. Sehr gerne. Mehr Geld. Mehr Geld ist gut. Oh, wir können uns schon die nächste Stufe holen. Mehr Taktik, bessere Dingens. Das wäre ganz nett eigentlich, ne? Machen wir das doch mal. So. Bessere Einheiten. Wir können noch welche dazu. Und haben die noch das Bündnis? Nee, haben sie nicht. Ja, dann. Ja, damit. Ruf zu den Waffen. Valencia auch, bitte. Danke. So, dann leg mal los. Jetzt ist schon wieder ein General gestorben. Sag mal. Hier da und die Generäle sterben. Ist aber nicht nett.
Oh, Österreich ist kein Rival mehr für uns. Ja, es tut mir aber leid. So, da könnte diese sich jetzt hier schön über Ungarn hermachen. Ah, Baukosten erhöht. Super. Sowas liebe ich ja. Schlecht, dass schon wieder Ungarn rum, ey. Kroatien. So. Und hier einmal von oben. Erstmal die Festung einnehmen. Auch Pest schon wieder gewonnen, das ging ja schnell. Wunderbar. Hauptsache, das kriegst du hier noch nicht erobern, ne? Ganz toll. Sehr schön, die erobern jetzt hier ordentlich, das passt. So, hier unten hätten wir noch eine Armee. Tunesien ist noch mit Marokko verbündet, das ist gut. Nee, ist nicht gut. Eher ungünstig. Können wir mal das Schiff nehmen. Huch, das haben wir verklickt. Doch, nee, passt. So, dann mal los, Freunde. So, König. Oh, das ging schneller als das andere, ey. Ist ja nervig. So. Den wieder einen Haufen neue Truppen ausheben. Das wollen wir ja nicht. Was? Schiffe verloren? Oh, okay. Ich hätte gern ein Admiral. Dankeschön. Mal wieder mit den falschen Schiffen angelegt hier. Hm? Okay. Ah, Moment. Das machen wir anders. Ein bisschen besser. Dann einmal drauf da. Bam, weg. Sehr schön. Hier drüben machen die Franzosen das für uns. Sehr schön. Dann können wir noch mit Kimberwinsen machen. Dankeschön. Ach, hier sind wir auch durch. Sehr gut. Dann einmal darüber. Und ihr besetzt da ein bisschen. So, hier drüben haben wir das auch gewonnen. Sehr gut. Dann flieht, ihr Hunde. Ignoriert Verfügungen. Das ist aber nicht schön. Den halt ein bisschen Autonomie, das passt dann schon. Ist okay. Und ihr besetzt mal hier fröhlich. Oh. Mamelukische Nationalisten. Auf der Festung, der ist ja super. Dahin, ja. Okay, da müssen wir doch noch mal kurz rüber. Ist aber kein Problem. Oh, ich muss einen Frieden machen, damit ich die anderen noch annektieren kann. So, okay, das haben wir auch. Wunderbar. Oh, gleich Geschichte hier, Freundchen.
Sehr schön. Alles wunderbar besetzt. So gefällt mir das. Neue Forderung theoretisch. Ja, wegen mir. Ist okay. Dann einmal hier rüber. So, da ist jetzt gleich ganz Dingens besetzt. Das ist doch schon mal gut. Hier drüben, die haben wir auch besiegt. Sehr gut. Was wir jetzt machen werden, wir werden die mal zusammenlegen. So. Dann werden wir uns mal die Tlanetani jetzt langsam rausnehmen. So ein nach anderen. Ja. Weil die ja eh schon besiegt wurden, kriegen Neka. Neka? Ist das hier genau. So. Okay. Nach die sie größere Schlachten mal geschlagen haben. So, du gehst dahin. Ah, Zagreb ist auch besiegt. Ihr sammelt euch hier. Danke. So, wie schaut es denn hier drüben aus? Noch fleißig am Besetzen, okay. Schön, schön. So, die haben 50%. Jetzt müsste ich da langsam mal, ne? Was tun? Wie lange haben wir denn hier noch Ansprüche? 58. Okay, haben wir noch ein bisschen Zeit. Das ist gut. Nun können wir dich mal aufteilen hier. Mal hier kurz besetzen. Kurdische Bauern, ja, die können mir egal sein. Erstmal zumindest. So, hier unten. Na, komm her. Passt das erstmal wieder? Oder? Ja. Okay. Ziehen wir dich mal hier rüber. Okay, da kommen wir hier langsam mal die Truppen zusammensuchen. Wo ist Sili als Vasall? Wäre natürlich auch was, ne? Ah ne, der ist im Reich, okay. Und dann eher nicht. Mongolische Söldner, okay. So. Oh. Huch. Die Hälfte der Truppen vergessen hier. Die sind jetzt eigentlich schon ziemlich besetzt hier, ne? Wenn ich das mal so anmerken darf. Gehst du da rein? Wir setzen aber viel hier. Okay. Habt ihr da überall Ansprüche oder was ist los? Nee. Du Ansprüche auch nicht. Keine Ansprüche hier. Glaubst du es denn? Nö, nö, nö. Nehme ich die separat raus und der nicht. Das ist hier die große Frage, die ich mir da stelle.
Wie viel Kriegsbeteiligung haben die denn? 35%. Valencia hat nur 1%, okay. Na gut. Dreieckshandel. Argon ist beendet. San Luz und Zilioki. Okay, okay. Gerade mal überlegen, was ich als nächstes mache. Auf jeden Fall Ansprüche. Dann nochmal 35er, okay. So. Könnt ihr jetzt aber Rat rausnehmen? Normalerweise. So, komm du mal zurück. Konnte jetzt die Koalition angeschlossen, die Sau. So, ich habe ja hier ein paar Ansprüche, ne? So, glaube ich, war das, ne? Genau. Und wieder den ganzen Kleinkram mit. Ist okay. Damit kann ich leben. Kann ich? Transsilvanien entlassen. Uha. Osmanischer Vasall. Machen wir aber nicht. Das muss jetzt nicht sein. Hätten ganz viele was dagegen, ne? Ja, leider. Können wir uns denn aufgeben? Könnten wir machen. So. Dann können wir uns einen zurückgeben. Muss jetzt eigentlich nicht sein, ne? Belegen. Wie machst du denn das? Könnten noch ein paar Nationen entlassen. Da bricht man aber noch mehr Kriegsstand. Ist auch doof. Wenn ich hier noch was Valencia gebe. Das fänden die doch bestimmt ganz toll, oder? Lass mal noch ein bisschen besetzen. Wollen Sie noch ein bisschen was tun? Würde ich mal sagen. Wir drüben haben wir auch gewonnen. Sehr gut. So, nächstes Ziel. Was machen wir denn als nächstes Ziel? Ja, nirgendwo Ansprüche, ne? Das ist das Problem. Genua vielleicht. Dieser wollen Dingens. Der ist aber leider im Reich, ne? Österreich würde schon wieder mitkommen. Sardinien auch, okay. Wollen wir uns schon wieder mit Dingens anlegen? Blöd. Wir müssen nur noch verbündet. Da wollen Chevan. Was sind wir mit Chevan verbündet? Oh, Samshi könnte man sogar vassalisieren, ne? Aber. Ja, dann noch mehr Vasallen. Das muss jetzt auch nicht sein. So überhaupt nicht.
Schaut es denn eigentlich mit unseren Schiffen aus? Ah, sind wir jetzt auch schon drüber. Sehr gut. Aha. Schwierig, schwierig. Argon müssten wir auch mal weitermachen. Eigentlich. Ne? So, England. England sah ich schon. Kastilien, du musst noch ein bisschen besetzt werden. Habe ich so das Gefühl. Jetzt müssen wir befreien den mal hier. Ausländische Weisheiten, das ist nett. Realismus, was ist das? Bankungo mit irgendjemand Frieden gemacht. Okay. Diese blöden Schiffe hier. Ist ja nervig. Mit das? Also. Ungarn, na ganz toll. Wo sind meine Schiffe? Hallo? Hallo, hallo? Schiffe? Ach da. Oh, die müssen wir auch mal verbessern, ne? Bei Gelegenheit. Feindliche Flotten jagen im Mittelmeer, bitte. Tu doch mal was dafür. Kroatische Schiffe waren das. So, so. So sieht das nämlich aus. So. Könnten mal hier das eine Ding besetzen, bitte. Wie schaut es denn damit aus, Valencia? Valencia. Du doch da mal besetzen. Dann kann ich dir das auch geben, vielleicht, wenn ich nett bin. Muss man mal gucken. Kann ich dich eigentlich vassalisieren oder so? Immer noch nicht, ne? Bist halt einfach zu groß. Und 20 Punkte. Das wird nichts. Leider. Was ist denn das hier oben? Wieso sind das frei? Was soll denn das? Wo gehst denn du hin? Kannst du mal hier kurz hingehen, Krim? Ja. Oh, das sind viele Schiffe. Ging es gleich an die Kirchen, den anderen habe ich immer noch nicht. Mann, Mann, Mann. So, versuchen wir es nochmal. Geld. Gib mir dein Geld. Noch besser Kriegsrotation, eigentlich. Wow. Okay. Dann halt nur Geld. Ja. Hundert. Sehr schön. Gut. Hier hoch. Mann, bis dahin habe ich Zypern schon längst annektiert. Es ist nicht ganz nach Plan jetzt. Noch einmal hier. Ne? Trotz das Zoll schon. Danke. Geld. Gib mir dein Geld. Hier mehr hast du nicht. Okay. So, sehr schön. Ein großes Stückchen rausgefressen.
Ausbreitung an der Übersee. Anstoß auf Indienhandel. Handelseffizienz, Handelseinfluss global. Gerne. Wo ist es? Ober Transsilvanien. Produktionseffizienz. Anspruch auf die Slowakei. Sehr schön. Ja, jetzt müssen wir bloß noch irgendwie Bosnien mal holen, ne? Und zu wenig Rivalen. So. Bitteschön. Hast deine Rivalen. So, Turgut müssen wir auch noch annektieren. Oh, das war schon zu spät. Verdammt. So ein Mist. Ja, jetzt kommen hier wieder so ein paar in die Koalition, aber das juckt uns zum Glück nicht mehr allzu sehr. Gute Regierungspolitik, das ist schön. Stabilität. Oha. Jetzt kommen sie in die Koalition hier. Was? Nogai ist unser Tributstaat? Moment. Haben wir irgendwas verpasst? Wieso das denn? Hä? Okay. Na gut. Wenn sie meinen. Weiß zwar nicht warum, aber okay. Na gut. So, die anderen werden annektiert, das passt. Dann werden wir noch gegen Samshe vorgehen jetzt als nächstes. Ich denke mal, da reicht einer. Schiffe abbrechen. Verbessern. Hier zwei Handelsschütze. Aleppo. Er kommt da hoch. So. Ja, jetzt kommen sie alle in die Koalition hier. Diese Säcke. Glaubst du es denn? Oh, ich kann doch eine Armee ausheben. Sehr schön. Machen wir das doch gleich mal. Eine neue Armee setzen wir wohin? Hier unten brauchen wir dann noch eine. Ja. Ist doch mal noch hier runter. Okay. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen langsam haben, bis diese Koalition sich wieder auflöst. Würde ich sagen. Dramatische Rotation nehme ich jetzt mal. Und hier, beziehungsweise, hier erstmal weitermachen. Kernprovinzen, danke. Reisen das Spiel, mein Ohr, sehr geil. Was? Bürgerrepublik in Dingens. Okay. Wieder in die Koalition hier, glaubst du es denn? Ist ja überhaupt nicht nervig. Oh, 49 ist schon wieder mit Dingens zu Ende, okay. Dann unterdrückt man hier. So, wie schaut's denn hier aus? Wie viel waren wir da? 35er. Das sollte man hinkriegen.
Was? Arrogante Administratoren? Ja, super. Samshi kommt aber nicht in die Koalition, oder? Nee, passt. Wunderbar. Gut, würde ich mal sagen, Schluss für heute. Danke ich wieder fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.